Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LS19, das Leben ist kein Ponyhof. Was machen wir? Wir sind dabei, ich will jetzt nicht mal wir sagen, ich habe eine neue Parzelle gekauft, im Feld 19, und ist Soja drauf. Und das möchte ich dementsprechend jetzt hier mal eben verarbeiten, beziehungsweise ernten und dann verkaufen. Ich hoffe, dass ich für Soja gutes Geld bekomme. Und dann werde ich hier Hafer ansehen, weil ich das für die Pferde brauche. Ja, hier nicht, ne? Ich bin deshalb halt sicher, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe. Ich auch gar nicht. Einfach nur in aller Ruhe hier meine Sojabohnen ernten. Bin mal gespannt, wie viel ich denn hiermit umsetze. Ob ich denn zumindest den Mietpreis, also irgendwie 17.000, 18.000 Euro, rauskriege für den Drescher. Weil sonst brauche ich hier das Ganze nicht machen. Dann steht das irgendwo in keinem Verhältnis, was hier passiert auf der Karte. Vom Ertrag her. Etwas wenig. Und das werde ich ja sehen. Wie viel ich hier abwende. Ich mache jetzt noch ein Vorgewende und dann lasse ich den Helfer fahren. Ich glaube, wenn wir mal fertig mit dem Internet. Dann sehe ich mal zu, ob ich das Feld dann mal etwas vergrößere. Ja, nicht so fliegen. Und dann könnte man das Feld natürlich etwas optimieren. Es gibt für Sojabohnen 1000. Nicht so schlecht. So gut. Das wäre schon gut. Und sogar annähernd eine Chance hier Kosten wieder reinzukriegen. Hallo? Okay. So, weil ich Tiere verkauft habe, ja klar. Wo kriege ich denn für Hafer am meisten? Ja, da war ich noch nicht. Wollen wir da mal hinfahren? Fahren wir da mal hin und verkaufen hier unseren Hafer. Zwar auch nicht alle Welt, was wir dafür kriegen, aber besser als nichts.
wenn wir jetzt Cosplay hätten, ne, dann könnten wir gleich einen schönen Kurs aufzeichnen, um das dann da schon schön abzufahren. Aber wenn, hätte Fahrradkette. Haben wir alles nicht. Die kleine Karte blende ich mir trotzdem ein, damit ich auch nur annähernd weiß, wo wir hin müssen. Raben hier, weg da! Schauen wir mal in Gegenden. Going where no man has gone before, sozusagen. Schön weiter dreschen. Ich komme gleich zum Abtanken. Bin gleich da. Muss erst eben den Hänger leer machen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schied so, dass ich jetzt hier Hafer verkaufen muss, aber ich wollte mir jetzt auch nicht noch irgendwie auf Teufel komm raus ein Silo erstmal kaufen. Sicherlich irgendwo angebracht, ja? Och Mann. Ah, doch. So, hier war ich noch nie. Hier bin ich bisher noch nicht lang gefahren. Nette kleine Häuserkins. Hafen Süd. Die auch erst machen können, meine Pferde noch füttern können und hätte es auch behalten können. Hätte ich eigentlich machen können. Naja, egal. 14.000 passen hier rein, das heißt, ich kriege für eine Ladung, die kriegen irgendwie dann 25.000 für eine Ladung. So, ja. Schon wieder ein Schild abgefahren. Dann können wir ihn jetzt hier mal abtanken. Wenn da mal gucken, wie viel Ertrag rauskriegen. Kriege ich auch nur anderthalb Tanks des Dreschers hier rein. Der irgendwie 10.500 Liter und ich kriege hier 14.000 rein. Ich nehme mal anderthalb, wenn man einer ein Drittel. Oh.
Dann fahr doch mal. Das ist aber auch schon fast fertig. Also viel kriege ich hier nicht raus aus dem Feld. Das ist so eine Geschichte, da hat man dann 13.000 Euro über, weil man sich hier einen Drescher für 15.000 geliehen hat. Das ist ja in Schiedern kein Verhältnis, oder? Also das macht keinen Spaß vom Ertrag her. Krieg den nicht einmal voll. Ich habe nachher 7.000 Euro über. Gut, ich hätte mir natürlich einen anderen Drescher mieten können, ne? Der billiger ist, der kleiner ist. Habe ich aber nicht. Und ich habe nicht mal eine Ladung voll. Super. Ganz, ganz tolle Rolle. Ja, Lohnzahlung natürlich. Ja, klar, ist ja auch richtig. Soll das ja nicht umsonst bleiben. Rückrunden, die dabei bin. Dass sie noch eine Bahn fahren. Da finden sie dann wahrscheinlich auch nochmal. Das kriegt dann wahrscheinlich genau die 300 Liter hier nicht mehr rein. Nee, Quatsch. Ich krieg nicht mal. Unglaublich. Ich krieg nicht mal eine Anhängerladung voll. Hier raus. Das war ey. Immer gucken, wie viel dabei drin kommt. So. Ich jetzt hier für 5.000 Euro hier jetzt geerntet. Für 5.000 Euro Gewinn. Kann doch nicht wahr sein. Leute, ich weiß, Zeit ist um. Das will ich noch eben sehen, wie viel Geld ich hier mache. Oder wie wenig Geld ich hier mache.
mit der dieser Ernte. Klar, ich weiß, das Feld war nicht gedüngt, das Feld war nicht gepflügt und so weiter und so fort. Das ist mir alles bewusst. Aber trotzdem. Das kann es ja nicht sein. Wirklich abtanken. Ja, nicht mal 11.000 Liter. Das ist unfassbar. Garage. Zurück. So, jetzt habe ich. Das ist unglaublich. Ich habe 15.000 ausgegeben. Dann wäre sogar mehr. 18.000, um im Endeffekt das gleiche jetzt hier an Ertrag zu haben. Hätte ich es auch unterflügen können. Wäre unterm Strich das gleiche bei rausgekommen. Unglaublich. Es ist einfach unfassbar. Ja, liebe Leute, da könnt ihr jetzt noch eben zugucken, wie ich das denn verkaufe und wie ich denn mich in meinem Reichtum dann suhle, sozusagen. Nein, Quatsch. Nichts mit Reichtum. Eben gucken, was ist denn an Ertrag. Erstmal gucken, ob das hier überhaupt noch der beste Händler ist. 1905, ja, haben Sie. Nee, Moment. Hafen Nord ist der beste. Ah. Für Hafer wäre es auch Hafen Nord gewesen und nicht Hafen Süd. Ich Idiot. Hafen Nord. Da oben ganz. Na super. Ja, da fahre ich noch eben hin. Das will ich jetzt machen. Ach, dann hätte ich mich ja jetzt noch mehr geärgert. Das jetzt gemacht hätte. Unfassbar. Moin. Unfassbar. Okay, Hafen Nord und Hafen Süd nicht richtig gelesen. Mann. Kommt uns da keiner entgegen? Weißt du, macht man nicht hier so in der Dingens da überholen in der Kurve, aber nützt ja nichts. Kommt nichts. So. Dem überzogenen Ende, also rein zeitlich überzogen. Und hier muss gleich Einfahrt mal kommen. Lustig. Die Halle sieht ja genauso aus wie beim Fahrzeughändler.
Tank. Macht sich immer gut. Ach, schönes hohes Gebäude. Cool. So, jetzt wollen wir mal gucken. 15.068 habe ich auf dem Konto. €20.000 Einnahmen durch die Ernte. Das ist nicht alle Welt. Kann man nicht anders sagen. Aber immerhin, auch besser wiederum als nichts. Also, liebe Leute, schaltet morgen gerne wieder ein zur nächsten Folge LS19. Das Leben ist ein Ponyhof oder ist das kein Ponyhof? Oder was ist überhaupt ein Ponyhof? Und hat LS19 damit zu tun? Und überhaupt, ich mache mich auf den Weg zurück zum Hof. Die Aufnahmesession für heute ist vorbei. Morgen mache ich dann schon gleich wieder die nächste Aufnahmesession. Daher sagte ich ja, auf eure Kommentare kann ich erst im nächsten Jahr eingehen, weil vorher, ja, gibt es dann, also es gibt jetzt morgen noch eine Aufnahmesession und übermorgen eine Aufnahmesession und damit habe ich dann alle Folgen bis Anfang Januar im Kasten und ja, kann nicht viel weiteres machen. Daher möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Und sage in diesem Sinne, ciao!